Hallo, ihr Schlingels! Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum Adventskalender vom Lego Set Home Alone, dem Haus von Kevin allein zu Haus. Ja, heute geht es um das 14. Türchen. Tütchen. Lassen wir das. Ich glaube, das wird bis zum 24. Werde ich mich da wahrscheinlich nicht einig werden können. Erzähl mir nichts, du schmust doch wahllos mit jedem rum. Jedenfalls gibt es auch heute wieder einen interessanten Fun Fact rund um den Film. Und wir hatten ja gestern das Nachbarhaus, den Murphy House, was ja tatsächlich im Original existiert. Das heißt, dieses Haus von außen steht wirklich in Amerika und schräg gegenüber steht auch das richtige, echte Haus von Kevin allein zu Haus. Das heißt, die beiden Häuser sind keine Filmkulisse und stehen tatsächlich gegenüber. Allerdings, und das hatten wir ja gestern schon, ist ja die Innenarchitektur bzw. die Räumlichkeiten des Murphy Houses wurden ja in einer Schule in einem Schwimmbad errichtet, damit man den Keller fluten kann. Und die komplette Inneneinrichtung, alles was man in dem Haus von Kevin allein zu Hause sieht, wurde ebenfalls in dieser Schule aufgebaut, und zwar in der Turnhalle. Da fragt man sich natürlich bei, ich sag jetzt mal über den Daumen gepeilt, einem Monat Dreharbeiten, wie haben die das mit den Schülern in dieser Schule gemacht? Haben die in den Ferien geschickt oder was? Also tatsächlich wurde auch das, die komplette Inneneinrichtung von dem Haus von Kevin allein zu Hause wurde ebenfalls in dieser Schule, allerdings in einer Turnhalle errichtet. Somit waren beide Innensets ziemlich dicht beieinander. Das eine halt im Schwimmbad, das andere in der Turnhalle. Und die Innensets waren auch in unmittelbarer Nähe zu den originalen Häusern, damit man eben keine allzu weiten Wege während der Dreharbeiten hat. Ja, einen kleinen Funfact gibt es gleich noch, weil ich fand das heute jetzt nicht so überraschend und besonders, dass, wie gesagt, das Haus, die Inneneinrichtungen in einer Turnhalle gedreht wurden. Sicherlich sehr interessant, weil man hätte es auch in einem Studio drehen können, aber ich nehme mal an, die haben das deshalb nicht in einem Studio gedreht, weil sonst einfach die Distanz zu groß gewesen wäre zwischen dem Studio, also der Inneneinrichtung, und dem Haus von draußen. Und deswegen denke ich, haben sie es einfach in unmittelbarer Nähe, die Turnhalle und das Schwimmbad gemietet, um quasi viel dichter an dem Außenset zu sein. Ja, und weil das heute kein so spannender Fact war, wird es aber gleich noch einen geben. Wir pflücken erstmal das 14. Tütchen von der Leine. So, da haben wir schon das 14. Tütchen. Und wenn wir mal gucken, auch hier ist der Beutel wieder überproportioniert im Vergleich zu dem Inhalt des Beutels. Da hätte auch weniger drin sein können. Ich denke, das wäre auch okay, mehr drin sein können, das wäre auch okay gewesen, aber oder man hätte das Beutelchen kleiner gemacht, also entweder mehr Inhalt oder das Beutelchen kleiner, aber ich sehe, hier ist wieder ein Beutel drin, auf jeden Fall ein Beutel mit sehr vielen kleinen Teilen. Ich bin gespannt, das sieht heute nach nicht so viel Arbeit aus, ich könnte mich aber auch täuschen, gestern waren wir tatsächlich 25 Minuten beschäftigt, ich bin gespannt, wie lange es heute dauert. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Beutelchen auf, gucken rein. Dann bin ich mal gespannt. Wir haben heute auf jeden Fall ein, zwei Schnürchen mit dabei. Und hier ist der Beutel mit den kleinen Teilen. Wobei das hier nun auch eigentlich relativ kleine Teile sind, mit wenigen Ausnahmen. Aber ja, so ist das eben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass aufgrund vielleicht unter Umständen möglicher Bautechniken der Bau überraschend lang dauern kann. Könnte. Hier sehe ich gerade direkt noch ein bedrucktes Teil. Ich hatte es ja gestern schon erwähnt, aber ja, gestern war ja auch das erste Mal überhaupt ein bedrucktes Teil dabei. Da hatte ich ja schon gesagt, dass es eben nicht nur Aufkleber gibt, sondern dass stellenweise auch bedruckte Teile dabei sind. Und das ist quasi jetzt das zweite bedruckte Teil im gesamten Set. Überraschend, dass jetzt erst in der zweiten Hälfte des der ganzen Baugeschichte bedruckte Teile dabei sind. Ich bin gespannt, ob es bei den beiden bleibt. Also wie gesagt, einmal gestern der Stein mit einer Popcorn-Tüte bedruckt und einmal hier diese Fliese bedruckt mit einem Schloss. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir das Ganze schnellstmöglich zusammenbauen. Die Anleitung habe ich mir schon zurechtgelegt. Die Teile habe ich mir jetzt auch zurechtgelegt. Ich habe mir hier die zweite Etage auch schon zurechtgelegt, weil ich gehe schwer davon aus, dass wir hier wieder ein bisschen was zusammenbauen, das Ganze dann in die zweite Etage reinsetzen und das Ganze geht immer so hin und her.
Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen direkt los. Der Zeitraffer läuft ab jetzt. Und ihr seid drauf reingefallen. Jetzt legen wir aber los. Zeitraffer in 3, 2, 1, go! Ja, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, hat es heute wirklich nicht so lange gedauert. Das waren 13 Minuten reine Bauzeit heute. Also tatsächlich weniger Bauteile gleich weniger Bauzeit. Und es haben sich tatsächlich, wie ich gestern schon gehofft habe eigentlich, weitere Details und Accessoires in den jeweiligen Zimmern sind dazugekommen, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt Bas sein Zimmer, schätze ich zumindest, komplett. Das heißt, wir haben jetzt endlich das Bett drin. Wir haben einen Schreibtisch. Richtig toll finde ich dieses Accessoire mit dieser Tischlampe. Das ist echt gut geworden. Wir haben hier noch einen Stuhl und wir haben die verschlossene Truhe, die Kevin ja eigentlich findet, in dem Kevin ja das Bild findet. Und da ist ein kleines Herzchen drin. Ich glaube, das ist ja im Film, weiß ich gar nicht, ob das da auch drin ist, aber jedenfalls gilt das natürlich dem Mädchen, das Bas da hat, die Freundin von Bas, die Kevin ja mit Uff oder Wuff bezeichnet. Ich habe jetzt übrigens nicht nochmal nachgeguckt, ob er im Deutschen auch Wuff sagt, aber ich kann euch zumindest so viel sagen, dieses
Mädchen, diese Freundin von Buzz, wurde im Film, also es existiert ja lediglich das Foto im Film, und dieses Foto wurde mit dem Kind des Regisseurs gemacht. Meines Wissens war das das Kind vom Regisseur. Allerdings ist das Kind vom Regisseur kein Mädchen gewesen, sondern ein Junge. Das heißt, man hat einen Junge oder einem Jungen ein Mädchen-Outfit verpasst und eine Perücke aufgesetzt und das Ganze als Mädchen verkauft. Das ist ein sehr interessantes Detail. Das heißt, hier ist der zweite Fun-Fact von heute. Das Mädchen in dem Film, zu dem Kevin Woof sagt, wovon das Foto existiert im Film, was ja Buzz, also dem Bruder von Kevin, seine Freundin ist, ist in Wahrheit eigentlich der Sohn vom Regisseur. Ein interessantes Detail. Ja, auch interessant ist das kleine Herzchen da drin mit diesem Schloss auf der Kiste. Ja, wir haben hier noch einen kleinen Beistelltisch bekommen vor Buzz sein Zimmer, ebenfalls mit einer Tischleuchte. Wir haben das Bad komplettiert. Der liebe Frank hat ja gestern schon bemängelt, dass in diesem Badezimmer keine Toilette existiert. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Bad noch nicht fertig sein kann. Das war ja, ja mehr oder weniger, es fehlte ja die Hälfte, das war ja offensichtlich, weil hier unten eine Platte zu sehen war, auf der noch nichts drauf war und das ja so in dem Sinne keinen Sinn gemacht hat. Auch der Hocker, auf dem Kevin steht, ist inzwischen dazu gekommen. Und ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das alles war im Buzz sein Zimmer oder ob noch was dazu kommt, das werden wir sehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das werden wir, denke ich, in den nächsten Tagen sehen. Es werden ja sicherlich noch einige Details folgen, zumindest hier in diesem Bereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Und hier ist ebenfalls ein kleines Detail dazu gekommen, nämlich die Brüstung an der Treppe, damit man quasi nicht runterfällt. Und auf dieser steht auch der berühmte Farbeimer, den Harry. Also eigentlich hätten ja hier zwei Eimer stehen müssen. Ihr seht's. Den kann man versenken bzw. runterschmeißen. Das testen wir dann alles später. Dafür müsste ich jetzt sonst nämlich noch mal umräumen und umbauen. Das machen wir, wenn diese Etage fertig ist. Kommt runter! Dann stellen wir die noch mal final auf die erste Etage drauf und dann testen wir das Ganze. Was mich ein bisschen an der ganzen Geschichte stört, ist, dass dieser Farbeimer als ein solch großes Teil gewählt wurde. Es gibt kleinere runde Teile und ich denke, das hätte als Farbeimer auch viel mehr Sinn gemacht als dieses große Teil, weil mit dem kleineren hätte man tatsächlich zwei hinsetzen können. Aber gut, ich meine, wir reden ja hier von einem Lego-Set und ich finde trotzdem hat das Ganze einen enormen Spielwert. Wie gesagt, das ist den Eimer, den Farbeimer, den haben wir hier auf der Brüstung und wenn wir dran klicken, fällt der runter. Und ihr unten seht ihr ihn hängen. Damit trifft er erst Marv und dann Harry. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, wenn die Eimer in der etwas kleineren Größe gewählt worden wären. Aber dafür ist Lego ja quasi eigentlich auch gut, um das Ganze nach eigenen Wünschen zu verbessern. Ich muss mal schauen, ob ich zufälligerweise hier im Schüsselchen ein solches Teil habe, damit ich euch das hätte mal zeigen können. Aber leider habe ich so ein Teil nicht. Ebenfalls habe ich immer noch nicht die Autos, die übrigen, unten auf die untere Etage neben die Treppe gepackt. Aber das werde ich alles noch tun. Wir haben ja auch noch Zeit. Und jetzt in erster Linie geht es ja auch erstmal darum, das reine Haus zu bauen. Alles andere mache ich dann für mich in Ruhe. Einzig, was mich jetzt natürlich stört, ist, dass wenn Kevin hier auf dem Hocker steht, hier ist leider keine Noppe. Das heißt, einmal das Haus doof bewegt, ihr habt es vielleicht vorhin beim Bauen gesehen, dann fällt er leider runter. Das heißt, er hat keinen Halt mehr, weil es keine Noppe mehr gibt. Ja gut, im Zweifel nimmt man einfach den Hocker weg. Und Kevin steht auf dieser Noppe unten drunter. Ja, wir lassen ihn trotzdem da oben stehen, auch wenn er mir jetzt wahrscheinlich noch fünfmal runterfliegt. Das macht eigentlich nichts. Wir überprüfen mal die Ersatzteile und da kommt schon eine Ernüchterung. Und zwar haben wir tatsächlich diese Schnur noch ein zweites Mal als Ersatzteil, was ich erstens sehr, sehr cool finde und zweitens die Option offen lässt, dass wir hier tatsächlich noch einen zweiten Farbeimer dran machen können. Das ist schon das Highlight. Habe ich auch noch nie in irgendeinem Lego-Set gehabt, dass genau dieses Teil als Ersatzteil übrig geblieben ist. Oder sie haben es tatsächlich mit der Absicht reingelegt, dass man gegebenenfalls sich noch eine zweite Farbdose, Farbeimer sich bastelt, ans Treppengeländer hängt, sodass man noch einen zweiten Farbeimer hat. Ich finde das stark, dass das mit als Ersatzteil noch dabei ist. Das lässt Potenzial nach oben, mit diesen ganzen übrig gebliebenen Teilen noch was zu machen. Freut mich auf jeden Fall. Auch
freut mich, dass von diesem Schloss noch ein Teil übrig geblieben ist, was man durchaus aus meiner Sicht zumindest noch gebrauchen könnte, weil man kann ja auch die ein oder andere Tür damit noch ausstatten. Das heißt, statt einem Türknauf macht man halt einfach dieses Schloss dran. Wäre auch noch eine Option. Was auch übrig geblieben ist, gestern in Gold, heute in Braun, sind diese Cupcake-Deckel, wie gesagt, und heute in Braun. So, und natürlich noch ein Ersatzherzchen, was ich auch nicht schlecht finde, kann man sicherlich auch noch irgendwo unterbringen oder eben auch nicht. Oder man bastelt sich tatsächlich selber noch ein paar Sachen aus den Ersatzteilen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ersatzteile. Wie viele Finger halte ich hoch, Marv? Und damit bin ich ziemlich sicher, sind wir schon über 45 Ersatzteile. Das Ganze tun wir hier zurück ins Schüsselchen. Ja, Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende für das heutige Türchen. Ich hoffe, ihr hattet großen Spaß. Ich auf jeden Fall. Und ich hoffe nach wie vor, dass die Fun Facts euch einen Mehrwert bieten. Und wie gesagt, ich appelliere an euch, wer Facts noch nicht gehört hat oder bestimmte Sachen, die ich euch erzähle, noch nicht über diesen Film gehört habt, schreibt das mal unten rein. Mich würde das interessieren. Wenn keiner reagiert, gehe ich davon aus, dass ihr das alles auch schon wisst. Dann brauche ich das ja nicht erzählen. Ja. So. Es sind noch ganze 10 Tage bis Heiligabend, das heißt, so langsam rennt die Zeit. Ich glaube, das wäre jetzt die Woche, wo ihr die letzte Möglichkeit habt, online noch Geschenke zu bestellen, damit sie noch rechtzeitig ankommen. Also den Wunschzettel jetzt noch ausfüllen, abschicken, damit der Weihnachtsmann auch noch rechtzeitig eure Wünsche erfüllen kann. Ich bedanke mich wie gewohnt fürs Zuschauen. Dann hoffe ich, dass ihr morgen wieder zum 15. Türchen einschaltet. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis morgen. Ciao.